Hallo Ladies, heute habe ich ein Thema, darüber habe ich vor circa 2 Jahren schon mal einen Film gemacht. Es geht um DMSO, das Wundermittel DMSO. Und ich habe zu keinem Film so viele Posts bekommen und kriege laufend dazu noch Anfragen und Kommentare und Fragen über Fragen. Und dann dachte ich mir, na, dann ist es an der Zeit, dass ich da vielleicht nochmal von einer anderen Seite drauf eingehe und vielleicht so ein paar Klarheiten noch ganz völlig beseitige. Barbara F. DMSO ist ein ganz besonderer Stoff. Er ist ja so wahnsinnig vielfältig. Er ist im Prinzip Schönheitsmittel, er ist Gesundheitsmittel, er ist sehr, sehr vielfältig. Und so ist auch die Anwendung vielfältig. Eins vorab, man kann nicht sehr viel falsch machen, wenn man ein paar Regeln beachtet, und zwar Regel Nummer 1, und das ist die allerwichtigste. DMSO ist ein Transporter, der nimmt alles mit, was Sie auf der Haut haben. Vom Schmutz angefangen bis über nicht gute Inhaltsstoffe, alles geht in die Haut rein. Und wenn man sich das mal verinnerlicht hat, dass man sagt, okay, alles, auch meine schmutzigen Finger unter Umständen, diffundiert in die Haut rein, und zwar ziemlich tief, will ich das? Und dann ist die Frage eigentlich schon ganz unglaublich vielschichtig beendet. Was kann ich mit DMSO eigentlich alles mischen? Na klar, reine Produkte, gute Produkte. Sagen wir mal so, grob, alles das, was Sie unter Umständen auch essen würden. Ja, der Körper von innen verträgt das Gleiche wie, würde ich jetzt mal so behaupten, wie das, was durch die Haut dann in den Körper reingeht. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen irgendeine, ich war so oft gefragt, kann ich das nehmen und das nehmen und das mit meinem DMSO mischen? Angenommen, Sie nehmen irgendeine Creme, in der sind zum Beispiel Mineralöle drin und in der sind so leicht toxische, die sind ja oft versteckt, Substanzen drin, dann kriegen Sie das reingeliefert, ganz tief in die Haut. Angenommen, Sie nehmen zum Beispiel ein ganz sauberes, reines Mandelöl. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ein Bioöl, erste Pressung. Da kann Ihnen nicht sehr viel passieren, verstehen Sie? Und Mandelöl nehmen ja ganz viele, um die Haut zu pflegen, weil es einfach ein ganz wunderbares Öl für die Haut ist, weil die meisten Menschen vertragen Mandelöl ganz perfekt, und Mandelöl hat so viele gute Vitamine und Nährstoffe für die Haut, dass es einfach das Hautöl ist schlechthin. Und wenn Sie dann das wirklich richtig gut rein diffundieren lassen wollen, dann mischen Sie ein bisschen DMSO dazu. Es ist eine weitere Regel, dass DMSO, das ist vielleicht die Regel Nummer 2, dass DMSO immer in einer Glasflasche sein sollte oder in einer speziellen Kunststoffflasche, die Säuren aushält. Das gibt es ja auch. Und ich habe zum Beispiel ein DMSO, das ich derzeit verwende. Das ist dieses hier, das hat eine Glasflasche. Und es hat auch, was ich ganz toll finde, es hat eine Pipette aus Glas. Ich glaube, die habe ich mir separat selber rein. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und die kommt auch der Gummiverschluss oben, die kommt auch aus einer Produktion, wo praktisch dieser Gummi es verträgt, mit Säuren in Verbindung zu kommen oder mit Lösungsmitteln, sagen wir mal so. Das DMSO ist eher ein Lösungsmittel, das es nämlich alles auflöst, und es löst auch Kunststoff auf. Deshalb ist es nicht so ideal, das in Kunststoff-Sprayfläschchen oder in einer Kunststoff ganz normalen kleinen Flasche drin zu haben. Wenn Sie zum Beispiel jetzt DMSO mit einem Vitamin-E-Öl mischen, tun Sie der Haut und Ihren Falten natürlich was riesig Gutes. Und wenn Sie DMSO zum Beispiel mit Magnesium mischen, Magnesium, das habe ich Ihnen vor ein paar Filmen gezeigt, das sind entweder diese Flocken, die man sich selber als Magnesiumöl herrichtet, oder ich habe mir einmal ein fertiges gekauft, da hatte ich dann auch eine ganz wunderbare Glasflasche mit einer Pipette, die ich dann wieder da rein gedreht habe, die das aushält, und dann habe ich beides, wieder Glasflasche und Glaspipette, und wunderbar. Und jetzt gibt es noch eine Regel, das ist die dritte. Und dann sind Sie völlig auf der sicheren Seite. Wenn Sie DMSO verwenden, meist zu 90% nicht pur verwenden. Ganz wichtig.
Es gibt eine einzige Anwendung, da sagt die Wissenschaft, bei Warzen oder bei Herpes kann man es pur auftragen. Das heißt, Sie nehmen ein Wattestäbchen, aber auch keines mit einem Plastikteil in der Mitte, sondern eines mit einem Holzstäbchen. Oder Sie nehmen einfach die Watte so in die Hand und tupfen das ganz fein auf die Stellen pur, die so zum Beispiel Warzen oder Herpes. Aber ansonsten sollte man es verdünnen. Und es gibt so Verdünnungsregeln auch noch. Ja, aber diese, die sage ich Ihnen noch gleich. Und wenn Sie es zusammenmischen wollen, dann natürlich eine Glasschale nehmen und auch keinen Plastiklöffel zum Umrühren, weil es wird alles aufgelöst. Saubere Dinge nehmen, auch im Drumherum, verstehen Sie? Im Anschluss an die Regel eigentlich, dass man aufpassen muss, was man für Stoffe drumherum hat, die sich dann auch noch in die Haut reinlegen könnten, ist natürlich eigentlich ziemlich logisch, dass man hinterher auch nicht seine Jeans oder seinen Pullover sofort anziehen darf, ganz klar. Sondern Sie müssen ein bisschen warten. Sie müssen im Normalfall 20 Minuten warten und so lang die Stellen, die Sie bearbeitet haben, nicht mit Stoff bedecken, weil auch die Farbe von dem Stoff und alles, was da drin ist, alle Chemie, alle Reinigungsmittel, alles, was der Stoff beinhaltet, diffundiert mit in Ihren Körper rein. Also ich finde, es klingt zwar ein bisschen kritisch, aber es ist in der Anwendung überhaupt nicht kritisch, wenn man diese paar Regeln befolgt. Und dann ist es eigentlich das reine Wunder. Was kann es alles, dieses DMSO? Das ist ja dann jetzt auch noch wichtig. Nicht nur, dass man vorsichtig sein muss, sondern dass man den Nutzen davon hat. DMSO ist ein Mittel, das zum Beispiel, ja, wenn Sie einen Bluterguss haben, das hatte ich vor einer ziemlichen Weile mit einem blauen Auge. Oder wenn Sie irgendwo solche Stellen haben, das löst diese Verstopfungen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kann der Körper und das ganze System das abtransportieren. Wenn Sie pflegende Substanzen dazugeben, können die natürlich eine Veränderung auf der Haut bewirken. Das heißt, Ihre Falten könnten sich vielleicht ein bisschen zurückbilden. Die Haut wird ebenmäßiger, wenn Sie pflegende Teile dazu tun. Also DMSO kann ganz, ganz viel, je nachdem, womit man es kombiniert. Es kann zum Beispiel mit Magnesium kombiniert, kann es Muskeln und Sehnen und Bänder reparieren und es kann für die Schönheit und es kann für die Gesundheit verwendet werden. Es ist eigentlich auch so, dass man für Anwendungen, die man am Kopf oben macht, macht man andere Verdünnung oder eine etwas sanftere Verdünnung als kopfabwärts. Ganz einfach. Der untere Bereich von uns, der verträgt ein bisschen mehr. Ich möchte Ihnen jetzt mal so eine ganz grobe Liste geben, wie man es am besten anwendet oder verdünnt. Und zum Beispiel für die Füße kann man eine 40-80%ige Lösung verwenden. Jetzt erschrecken Sie nicht, wie soll ich das rausfinden? Ganz einfach, wenn Sie eine 40%ige Lösung machen sollen, dann überlegen Sie sich, machen Sie das mit destilliertem Wasser, das ist ein sauberes Wasser, oder machen Sie es zum Beispiel mit Magnesium oder was auch immer. Sie nehmen bei einer 40%igen Lösung 4 Teile DMSO und den Rest, die 60, die nehmen Sie ein ganz normales Verdünnungsmittel, Wasser, was auch immer. Und wenn Sie eine 60%ige Lösung machen wollen, nehmen Sie 6 Teile DMSO und 4 Teile wieder Ihre Verdünnung sozusagen. Ist doch eigentlich ziemlich simpel, oder? Sehen Sie schon den Spielraum eigentlich auch eben für die Anwendung? Es ist ein bisschen auch ein Experiment, was Sie vertragen. Die einen sagen, das brennt. Die anderen sagen, man stinkt hinterher nach Knoblauch. Habe ich nie feststellen können. Gar nie. Oder man schmeckt auf einmal Knoblauch. Habe ich auch nicht feststellen können. Aber es ist wirklich sinnvoll, sich sanft an diese Methode ranzutasten und nicht gleich volle Pulle zu nehmen. Das ist eigentlich nie der gute Weg, sondern einfach erst einmal ausprobieren, reagiere ich drauf, positiv, negativ, wird es mir heiß, wie funktioniert das alles? Und dann können Sie sich so langsam an immer höhere Konzentrationen ranwagen. Ist doch eigentlich ein guter Tipp, oder? Ich glaube, dann kann wirklich nichts mehr falsch sein. Und
dann fragen Sie mich auch nie mehr, kann ich jetzt diese Creme oder jene Creme, die ich in der Drogerie gekauft habe, kann ich die verwenden? Ja, ich weiß es nicht. Es kommt auf die Inhaltsstoffe an, verstehen Sie? Es kommt darauf an, ist es eine wirkliche Naturcreme oder wollen Sie nicht lieber solo die Produkte nehmen, wie Mandelöl, Vitamin E-Öl, Magnesium und was es so alles Gutes gibt, Arganöl und, um diesen Effekt zu erhalten, dass es heilend und gut tut, dieses DMSO. Ich hoffe, das war jetzt eindeutig. Ich hoffe sehr. Sie dürfen mir natürlich weiterhin schreiben, aber ich dachte, es kann jetzt nicht schaden, wenn ich da mal ein bisschen für Klarheit sorge. Ich verlinke Ihnen meinen ersten Film, in dem sage ich noch andere Dinge über DMSO. Und ganz klar, dann können Sie das vielleicht kombinieren und noch besser handeln. Und der zweite Link ist natürlich mein Buch. Haben Sie mein Buch schon? Wenn nicht, schade, dann lassen Sie sich's kommen. Das Buch ist kostenlos. Und ja, es stehen schon Dinge drin, die ein bisschen hilfreich sein können, je älter wir werden. Es gibt viele, viele, viele positive Meinungen dazu. Und ich danke ganz, ganz herzlich für die ganz lieben Kommentare. Holen Sie sich das Buch, es ist kostenlos. Ich schenke Ihnen dieses Buch. Danke, dass Sie da waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.